jetzt aber. Zuerst steuern war. Ah, ich glaube ich muss immer. Zuerst steuern wir mal, ich glaube den Wolf an. Um die Technik zu erlernen, jetzt mach doch. Auf geht's. So, auf geht's. Okay. Dann müssen wir lang. Nein! Bomben. Habe ich nur diese? Hä? Oh, ernsthaft? Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig als zu warm. Ich wollte es eigentlich nicht. Aber für die neue Technik bleibt uns nichts anderes übrig. Und dann gehen wir zum Heliasee. Heiliasee. Okay, die werden einen Schreck bekommen, weil ich ja jetzt als Wolf rumlaufe, aber es geht einfach schneller. Ich habe keinen Bock, da rumzutapsen. Wenn ich mich verlaufe, ist das nämlich ganz schön anstrengend. Ja, ich bin ein großer, böser Wolf. Habt Angst vor mir. Tja, wo ich noch ein Geist war, haben sie mich ja nicht gesehen. Dem Grund bin ich, glaube ich, scheißegal. So. Ernsthaft. Nein. Ach. Dann halt so. Dann laufe ich noch weiterhin so rum, obwohl... Nee, jetzt kann ich wieder Mensch sein. So. So, bring mir jetzt das bei, was du mir beibringen willst. Ich hab das Schild nicht ausgerüstet, sorry Leute, der wird's mir nicht beibringen, glaube ich. Ah, okay, den Rundumhieb. Was? Was tust du denn da? Hast du etwa die Grundlagen? Du musst das Schwert ganz vergessen, du musst den Gegner ZL anvisieren.
Was machst du da? Wie sieht er jetzt den Gegner an? Ach so, diese Attacke. Ich habe nicht verstanden, was er wollte. Sehr gut, du hast dir da meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die vierte okkulte Kunst, der Helmspalter. Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit einem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. Schildattacke, wie ging das nochmal? So schwingst du von oben kommend dein Schwert über dem Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabsaust. Das ist der Helmspalter. Versuch's mal. Was tust du da? Du musst deinen Gegner zunächst erst mit deiner... Ich weiß noch nicht wie! Ach komm! So, okay. Ah ja. Alter, ich wollte doch nicht mit dir reden. Genau so. Das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Damit hast du die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Was die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt, führe zunächst eine Schildattacke aus, greife dann mit A von oben an. Nun gibt es noch drei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Bis zum nächsten Mal. Okay. Stimmt ja, der braucht Wasser, deswegen kam ich da nicht lang. Wo ist die Minikarte? Ah, da. Okay, es gab übrigens noch, wenn ich jetzt mal so wollte, eine Brücke, wo ich auch... Okay, ich bin im Emilia-See. Das war nicht so geplant. Aber das ist ein Geist. Und? Her mit deinem Herz. Oder eher gesagt mit deiner Seele. Ich muss zu der Flagge. Oh. Ist das mal der Weg? Oh, da oben ist eine Kiste, sehe ich gerade. So. Da oben ist auch schon der Typ, mit dem wir reden müssen.
Er hat uns ja nicht gesehen, das ist gut. So. Okay, dann. Ach du Scheiße. Nochmal, irgendwas mache ich hier falsch. Okay. Ah, okay. So war das. Ist nicht immer einfach, sich das zu merken. Ich vermisse meine Ocarina. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Aha, okay, im nächsten Gebiet ist er dann. Alles klar, dann werden wir den auf jeden Fall über den Weg laufen. Und da oben ist ein Geist mal wieder. Nein! So, zerreiße dir dein Herz. Geisterseele, yay. Es werden immer mehr. Okay, dann das Spiel aus zum Menschen werden und auf den Turm. Der ist nicht umsonst da, ne? Na. Ich dachte mir schon, dass du langsam kommen müsstest. Du bist auch Zeneta, oder? Du scheinst sicherlich Thelma. Du kennst sicherlich Thelma. Ich bin oft bei ihr im Laden. Man nennt mich Raffler. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder später von den Ereignissen in der Wüste hören und hier auftauchen würde. Habe ich nicht gehört, aber okay. Und täusche mich nicht. Zeneta, wusstest du eigentlich schon? Früher gab es in der Gerudo-Wüste eine Burg, wo ein zur Höchststrafe verurteilter Schwerverbrecher hingerichtet werden sollte. Das heißt, dieser Verbrecher wurde mit Hilfe eines verwunschenen Spiegels auf direktem Wege ins Jenseits befördert. Jetzt ist die Burg
verschlossen und auch der Weg in die Gerudo-Wüste ist versperrt. Nun, eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Spiegel und die Rachegeister der Verurteilten. Ich denke, das Unheil, das über Hyrule gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb will ich sie genau untersuchen. Und du, Zeneta, was planst du jetzt zu tun? Willst du etwa selbst in die Wüste gehen und die Zustände dort mit eigenen Augen sehen? Oh. Ah, wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit ich es in meinen Kräften liegt. Bitte übergib dies Tobi, er betreibt einen Freizeitpark am Hyliasee, nicht weit von hier. Du hältst Rafflas Notiz, sie ist für Tobi bestimmt, den du am Hyliasee findest. Lege sie auf YX oder R, um sie ihm zu zeigen. Es gibt da diesen Menschen, Tobi heißt er. Ich habe ihm einmal sehr geholfen, er steht tief in meiner Schuld. Überlass das Weitere ihm, er wird alle nötigen Schritte in die Wege leiten. Yay! Au. Das war unnötig. Okay, wo ist der Brief? Da ist der Brief. Warte. Ich kann mich auch so in einen Wolf verwandeln. Ist ja cool. Pass mal auf. Brauche ich Schmidtner gar nicht mehr. Ah, oh, ich liebe das Steuerungspad. Ah, oh, DS ist Feeling pur. Der DS ist ja eine ziemlich geile Handheld-Konsole gewesen. Deswegen, ich hoffe, dass dieses, wir benutzen ein zweites Touchpad, auch weiterhin für Erfolg sorgt. Ja, eigentlich Erfolg auf der Wii U gab es nicht wirklich, aber das lag nicht an dem Touchpad. Es lag an dem, ist ich zwar HD, aber auf PS3-Niveau. Versucht man mit einer PS3-ähnlichen Konsole der PS4 zu konkurrieren. Klar, dass die Hersteller lieber eine Qualität bieten wollen, die PS4-Niveau hat. Und wenn das die Konsole nicht bieten kann, dann schert sie sich doch zum Teufel, ne? Was stapfte da gerade? Und da bist du ja wieder. Hehe, tolles Ding, ne? Hättest es nicht besser verpassen können. Mit meiner neuesten Attraktion wirst du dich fühlen, als würdest du wie ein Vogel fliegen. Heute gibt es einen ganz besonderen Service, fast ohne Wartezeit, und du kannst ihn für 10... Stimmt, ich muss ihm Brief zeigen. Hä? Das ist doch vom alten Raffler! Ha, dem Alten kann man auch einfach gar nicht widersprechen, oder? Oase, ja? Da kann man wohl nichts machen. Na gut, dann bereiten wir dir für dich mal den Sonderflug vor. Also gut, den Flugpreis bekommst du diesmal erlassen. Was ist? Soll's sofort losgehen? Na gut, aber einen Freiflug bekommst du nur dieses eine Mal. Also dann, guten Flug. Einmal Oase, hier entlang bitte. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg in die Oase. Und tschüss. Riesig. Zeneta, warte. Ja, Midna? Ich, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Erinnerst du dich noch, was uns der Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du? Was aus den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das Heilige Reich beherrschen wollten?
Sie sind aus Hyrule vertrieben worden. Unsere Göttin haben sie an einem geheimen Ort verbannt. Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. Von dieser Welt voll Schatten aus, war es unmöglich, die Welt des Lichts zu erreichen. Und den Wesen jenes Schattenreichs war es auch gar nicht erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, als Schatten von Hyrule auf ewig in der Dunkelheit zu leben. Das ist die Geschichte des Schattenvolks, so wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist dir klar, was ich bin, oder? Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verbannten. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Aber als Santo die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Er verfügt über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Und zwar ist es zwar verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser Weg führe über eben jenen Schattenspiegel und die Göttinnen vertrauten ihn den Wächtern von Hyrule an. Nun, Santo ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Und du wirst ihn doch sicher mit mir zusammen suchen, oder? Klar werden wir das. Aber ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Boah, man kann von hier aus den Hyrule-See sehen. Wusste ich ja noch gar nicht. Also vorne gibt es auch wieder einen Geist. Aber wie gesagt, ich bin in dem Part an dieser Stelle. Wir haben wieder zwei Parts für dieses Wochenende. Ich werde auf jeden Fall noch mehr aufnehmen, um mal wieder mehr zu haben. Zumindest diesen Tempel und den nächsten vielleicht auch noch. Und ach, ich werde erstmal das Spiel zu Ende spielen, was ich momentan habe, bevor ich das hier mache. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.